Eine Tante sendet ihrem Neffen jährlich 1800 Euro und berechnet nach Jahren die übersandten Beträge bei 2% Zinsen zu insgesamt 30.000 Euro. Frage: Wie viele Jahre hat die Tante ihren Neffen unterstützt? Da es sich hier um Jahresraten handelt, dürfen wir diese Formel anwenden mit dem Plus. Aber zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird die Jahresrate 1800 Euro. Angegeben wird auch klein p, das ist 2, weil die Zinsen ja bei 2% liegen. Angegeben wird ebenfalls das Kapital nach n Jahren, das sind diese 30.000 Euro. Und in versteckter Form ist auch das Startkapital angegeben, das liegt bei 0 Euro. Gefragt wird die Anzahl Jahre. In dieser Formel ersetzen wir klein p durch 2 und finden so den Zinsfaktor Q, der ist gleich zu 1+2%. Und 1+2, das macht 1,02. Wenn wir jetzt in dieser Formel Cn ersetzen durch 30.000, C0 durch 0, Q da, da und da durch 1,02 und R durch 1800, so stoßen wir auf diese Gleichung. Die Unbekannte ist diese Zahl n, die zweimal auftritt. Aber 0 mal diese Zahl, das ergibt 0, somit entfällt dieser Term und die Unbekannte n tritt jetzt nur noch einmal auf. Wir setzen diese Zahl, die hier teilt, rechts rüber, dann multipliziert sie da. Diese Zahl, die hier multipliziert, rechts rüber, dann teilt sie da. Und somit stoßen wir auf diese Gleichung. Minus 1 setzen wir auch noch rechts rüber, die wird dazu plus 1. Diese Zahl rechts lassen wir vom Taschenrechner ausrechnen, also 30.000 mal Bruch 1,02 minus 1. Jetzt einmal Kursortaste nach unten, um zum Nenner zu gelangen. Der ist 1800. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts, um hinter den Bruch zu gelangen. Denn da hinten müssen wir noch 1 addieren, plus 1. Das ergibt ganz genau 4 Drittel. Also haben wir jetzt die Exponentialgleichung 1,02 hoch n gleich 4 Drittel, also so. Jetzt nehmen wir den Logarithmus an beiden Seiten. Wir können den dekadischen Logarithmus nehmen. Wir können auch den natürlichen Logarithmus nehmen, der mit unserem Taschenrechner etwas einfacher zu bedienen ist. Also nehmen wir ln an beiden Seiten. Wichtige Eigenschaft von ln: Dieser Exponent darf nach vorne, wo er multiplizieren wird. Und somit ist diese Exponentialgleichung verwandelt worden in eine Gleichung, die nicht mehr exponential ist. Die unbekannte n ist jetzt kein Exponent mehr. Jetzt reicht es, das Ganze durch ln von 1,02 zu teilen. Und somit ist n gleich zu dieser Zahl, Zahl, die wir wiederum vom Taschenrechner ausrechnen lassen. Also Bruch ln von Bruch 4, Kursortaste nach unten 3, Kursortaste nach rechts, Klammer zu, Kursortaste nach unten, so gelangen wir im Nenner. Der Nenner ist ln von 1,02. Klammer zu, ist, der Taschenrechner findet 14,53. Diese Zahl halten wir hier fest. Wir finden also 14,53 Jahre. Das heißt, insgesamt hat die Tante den Neffen während 15 Jahren unterstützt und erlässt ihm am Ende ein bisschen von der gesamten Summe. Die Endantwort ist also 15 Jahre. Und die Aufgabe ist beendet.